Ja, hallo Reste. So ein bisschen was hat man nachzutragen. Wir haben es ja schon angekündigt. Es gab ja auch die Folge 184, die wir ein bisschen verspätet gehört haben, von den drei Fragezeichen im Dezember. Die drei Fragezeichen und der Hexengarten. Eine äußerst merkwürdige Geschichte erstmal, denn unsere drei Superspürnasen werden von einem Schulkameraden gebeten, zu ermitteln in einer sehr merkwürdigen Angelegenheit. Denn dieser Schulkamerad wohnt irgendwo im Nirgendwo und hat Geschwister, zwei kleinere und eine größere Schwester. Und die zwei kleineren haben ja in der Nähe eines benachbarten Grundstücks, in dem sich so eine Pflanzenzucht befindet, komische Sachen erlebt. Es geht um Geisterpflanzen. Na, als Hörer denkt man sich erstmal, oh, was ist das denn? Was ist das für eine komische Geschichte? Naja, bis wir dann selbst, ja, quasi Ohrenzeuge werden, wie die drei erstmal eine ganz merkwürdige Begegnung haben vor Ort, beziehungsweise nicht ganz vor Ort, aber fast vor Ort. Und vor Ort wird es dann noch merkwürdiger, als sie dann die Bekanntschaft von diesen Frauen machen, die diese Pflanzenzucht betreiben. Und dort passieren tatsächlich komische Sachen. Und diesen Pflanzengeist scheint es tatsächlich zu geben. Und sie scheint es dort tatsächlich irgendwie mit, ja, irgendeiner Form von modernen Hexen zu tun bekommen. Und alles ist ganz seltsam und merkwürdig und sehr mysteriös. Und das geht halt sehr, 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 sehr schön, finde ich, in diese Richtung, wie drei Fragezeichenfolgen früher waren. Bergmonster und sowas in die Richtung Teufelsberg, Geisterinsel. Ja, wo es eben wirklich etwas richtig Mysteriöses gibt, das auch wirklich so schauerlich dann auch inszeniert ist, dass man, also wenn man sich jetzt ins Kindheitsalter zurückversetzt, dann auch wirklich, wirklich schauerhaft ist. Und dazu ein paar komische Figuren, die wirklich hängen bleiben und auch so schön geschauspielert sind, dass sie halt ja aus dem üblichen Rahmen irgendwie rausfallen. Und so ist das alles eine mit sehr vielen Merkwürdigkeiten schön drapierte Geschichte, die ja zum Ende hin dann auch ja logisch zu Ende gebracht wird und sehr, sehr rund und äußerst stimmig ist und sehr atmosphärisch und die mir echt Spaß gemacht hat, wirklich. So sieht's aus. Also gerade diese Atmosphäre, die ist wirklich Hammer, ja. Also ich habe am Anfang auch gedacht, also allein schon der Titel hat eigentlich schon gedacht, oh Gott, das ist ja, was wird da denn werden? Ja, und Geisterpflanzen. Ja, ganz, ganz viel furchtbar. Aber dann wird da tatsächlich wirklich eine richtig, richtig gute Drei-Fragezeichen-Story draus. Hammer. Ja, tatsächlich. Ganz erstaunlich, wirklich. Also, kann man echt nur wärmstens empfehlen. Kann man sich mal wieder gönnen. Ja, ja. Auch die, die schon abgewunken haben, hört hier mal rein. Sehr, sehr gerne. Also finde ich nach dem Eisenmann meine Lieblingsfolge bei den letzten. Mhm. Also das ist auch eine, die ich mir echt immer mal wieder anhören werde, garantiert. Ja, das ist tatsächlich was, ja, was man sich auch öfters gönnen kann. Ja, das hat wirklich schön viel Schönes von früher mit drin. Ja. Fein. Ja, dann hatten wir noch ein Hörspiel, das wollte ich euch eigentlich schon im letzten Monat vorgestellt haben, habe es aber irgendwie total verbaselt. Und zwar Die Zwangsjacke von Jack London. Das ist eine DLR-Produktion, die im Dezember auch bei Major Label erschienen ist. Die Story ist von Jack London. Ich habe noch nie was davon gehört. Die Zwangsjacke sagt mir überhaupt nichts. Aber die Regie hat Kai Green und schon merken wir auf und freuen uns drauf. Und tatsächlich ist das eine total beklemmende Story. Es geht um einen Gefangenen, der in einem Gefängnis in St. Quentin sitzt. Und er ist verurteilt, einen Kollegen an der Universität ermordet zu haben. Es geht aber gar nicht um den Fall an sich, sondern es geht tatsächlich nur um die Haftbedingungen, denn er wird in der Todeszelle isoliert, gefangen gehalten und wenn er nicht pariert oder irgendwie aufmüpfig wird oder Kontakt mit anderen Gefangenen aufzunehmen versucht, wird er in eine Zwangsjacke gesteckt und diese wird extrem eng zugeschnallt und wie er das Leben quasi in dieser Zelle und auch in dieser Zwangsjacke erlebt, das wird hier total eindrucksvoll geschildert und das ist wirklich total beklemmend und unglaublich packend erzählt. Also ein ganz, ganz tolles Hörspiel, hätte ich überhaupt nicht vermutet. Also gut, bei Kai Green kann man immer mal auf einen Knaller hoffen. Tatsächlich fand ich das richtig rundum gut und sehr, sehr spannend, sehr, sehr beklemmend. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, das zu kaufen, solltet ihr es tun. Fand ich wirklich eine herausragende Produktion. Fein, das klingt ja gut. Ja, das ist wirklich gut. Ja, dann WDR Hörspielspeicher, habe ich auch noch was nachzutragen. Da gab es im Dezember eine Neuproduktion eines Hörspiels von Martin Becker. Das Ganze heißt Fuck You, Bon Amour. Wunderbarer Titel. Es geht um momentane Beziehungen,
Bindungsstörungen oder ja, also die Schwierigkeit, die heute viele haben, tatsächlich sich auf eine Beziehung mit Haut und Haar einzulassen. Ja, weil ständig irgendwie noch irgendwas mitschwingt, als könnte ja noch irgendwas Besseres geben oder irgendwas anderes geben oder das Leben ist irgendwie so, dass es gerade nicht passen würde. Und um solche Menschen geht es in diesem Hörspiel, die ja versuchen zueinander zu finden. Tatsächlich irgendwie man das Gefühl auch hat, sie gehören zueinander, aber sie schaffen es einfach nicht, das auszuleben. Und man begleitet diese Menschen. Das ist sehr interessant erzählt. Also es geht gut ins Ohr. Man bleibt auch gerne dabei, aber es ist tatsächlich nichts, was ich jetzt sagen würde, das muss man jetzt unbedingt gehört haben oder das hat einen besonders nachhaltigen Effekt oder irgendeine Botschaft, die sich einem ins Gehirn brennt. Es ist tatsächlich mehr so eine Beschreibung von Situationen, die man aus dem momentanen Leben halt kennt. Irgendjemand kennt man, dem es ganz ähnlich geht wie den Menschen hier in dem Hörspiel. Das ist halt eine nette Abbildung des Ganzen, eine nette Beschreibung des Problems. Unterhält eine gute Stunde, bleibt aber wahrscheinlich nicht übers nächste Jahr im Gehirn hängen. Muss ja nicht. Nein, muss nicht. Es reicht ja, wenn es mal eine Stunde gut unterhält. Genau. Dann habe ich auch mal wieder Radio gehört. Und zwar etwas, was schon länger gelaufen ist. Frag mich nicht wann. Es war irgendwann mal im vergangenen Jahr, im Herbst oder so. Im August kann ich dir genau Im sagen. Ich weiß August? sowas. Na. Und zwar lief dort ein Hörspiel von Markus Orts. Und Markus Orts, da hat es bei mir geklingelt. Ja, von Markus Orts war zum Beispiel auch Wer auch immer. Weißt du noch? Ja, Sensationell. Diese Geschichte das war sensationell mit dem Eremit, über den ja, ist Eremiten im das. Waldrand, genau. Und von ihm ist eben auch das Hörspiel Hirngespinste, WDR-Produktion aus 2013. Das könnt ihr immer noch im Hörspielspeicher anhören und downloaden. Es geht um einen Autoren, den eine Schreibblockade plagt. Sein erster Roman hatte so, ja, bedingten Erfolg, würde ich jetzt mal sagen. Und sein zweiter Roman lässt auf sich warten und er überlegt und überlegt und weiß nicht so recht, über was er schreiben soll, hat so einige Ideen und hat eine Idee und schickt die seinem Verleger und der Verleger antwortet nicht und er antwortet nicht und er antwortet nicht. Dann kommt die Antwort und ja, die ist niederschmetternd. So ist er halt im Überlegen, wie es weitergehen soll. Aber er nimmt die Gelegenheit wahr, bei einer, ja, Live-Lesung dabei zu sein und liest dann aus seinem ersten Buch vor. Das Ganze hat keinen Erfolg, um es beim Wort zu nennen. Das Publikum ist gelangweilt. Man ist als Hörer auch gelangweilt, wenn er vorliest. Das ist ziemlich gut gemacht. Ja, und so bleibt halt die Frage, was soll sein zweiter Roman werden und wie soll es mit ihm weitergehen? Er macht die Begegnung mit einem Hirnforscher. Ja, und dann kommt ihm eben die Idee, zu ihm wieder Kontakt aufzunehmen, denn es ließe sich ja vielleicht etwas an seinem Hirn rumschrauben. Vielleicht kommt dann ja eine Idee. Und so kommt er eben auf die absurde Idee zusammen mit diesem Hirnforscher. Da wird es dann richtig absurd, eine Hirnhälfte zu aktivieren. Und dann, das Endprodukt sollte dann der erste nur linkshemisphärische Roman der Literaturgeschichte sein. Ich fand diese Idee einfach nur grandios. Das Hörspiel selber ist, ja, ist jetzt bedingt gut. Also ich fand diese Idee sensationell und am Anfang ist das auch ganz gut. Es verliert sich so ein bisschen, aber ist trotzdem, finde ich, immer noch sehr hörenswert. Allein diese Idee finde ich einfach nur grandios und na, die Thematik an sich finde ich halt immer spannend. Autoren mit Schreibblockade, das hat immer irgendwie was. Das könnt ihr euch sehr gerne anhören. Also da hat Markus Orts wieder eine tolle Geschichte geschrieben, finde ich, die man nicht verpassen sollte. Okay, ist notiert. Bisschen kann man es ja noch downloaden. Ja. Ja, im Dezember gab es auch überraschend zwei neue Folgen von Viola Hexen. Die Folgen 3 und 4 sind erschienen, und zwar einmal das Haus der Totenaugen und das Haus der Wölfe bei Midnight Sigel. Die ersten beiden Folgen haben uns ja nur bedingt bis gar nicht gefallen. Also das war uns tatsächlich ein bisschen zu merkwürdig erzählt. Die Hauptsprecherin war nicht so das Gelbe vom Ei. Das war insgesamt nicht das, was wir gerne hören wollten. Und insofern ist das bei uns ziemlich durchgefallen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Ja, oder? kann Ja. man leider nicht anders sagen. Ja, 3 und 4 ist tatsächlich nicht wesentlich besser, wenn man mal die Kritikpunkte von damals sieht. Also das ist tatsächlich auf ähnlichem Niveau und verstört auch so ein bisschen. Die Story ist merkwürdig mit dieser Killerin, die so ein bisschen zu cool ist, ein Tacken zu tough.
Das Ganze wird in diesen, also auch in dieser, aus dieser eigenen Sichtweise erzählt und nicht nur aus der eigenen, sondern auch aus diesem Kommissar, der auch damals schon also so mit als Ich-Erzähler war, also so zwei Erste Perspektiven erzählen das Ganze. Das ist eigentlich wirklich originell, aber es ist tatsächlich nicht besonders gut umgesetzt, beziehungsweise es greift einfach nicht so gut. Was ganz nett ist, sind so ein paar Humorversatzstücke. Allerdings ist das mit dem Humor auch so eine Sache, das muss man mögen. Manches ist ein bisschen zu Tode galoppiert, aber es gibt da in der ersten Folge, also in der Folge 3 in dem Fall, so einen französischen Hotelportier, der dem Kommissar so zur Unterstützung dient. Die haben so ein paar witzige Wortspiele. Ja, das muss man halt mögen und dann geht's, aber ja. Ich fand es dann zumindest das mal so als positiven Aspekt rausgehört. Die Fälle kommen insgesamt tatsächlich viel zu kurz, was aber nicht schlimm ist, weil das ist eher so ein Gruselmumpf, den man so kennt. Also dem einen geht es um so eine Art Frankenstein-Doktor, dem anderen geht es um eine Horde Werwölfe, die sich als finnische Rockband tarnen. Jo. Das hat Also Humor. auch bedingt originell, aber man macht ein bisschen wenig draus. Und dafür, dass die Hörspiele dann doch recht lang sind, ist der Fokus auf dieser eigentlichen Geschichte ein bisschen zu wenig. Es wird halt viel drumherum parliert. Das Ganze kriegt nicht so den richtigen Fluss. Also ich würde sagen, die 3 und 4 sind ein bisschen besser als die 1 und 2. Aber wem die Folgen schon nicht gefallen haben und der, wer damals sagt, das ist nichts für mich, der wird auch bei 3 und 4 nicht in Jubelarien ausbrechen. Man muss ja schon ein bisschen für geboren sein. Also ich fand es jetzt nicht so schlimm, dass ich sage, also es war so genauso furchtbar wie die ersten zwei. Aber so richtig begeistert bin ich jetzt auch nicht. Es gibt ein paar Lichtblicke drin, ein paar interessante und lustige Szenen, auch ein paar gut gespielte Szenen gibt es auch originell erdachte Szenen, aber so im Großen und Ganzen eher sehr, sehr durchwachsen. Ich glaube, das werde ich auslassen. Bei dem Pensum, das wir absolvieren müssen, ist das, glaube Ja, ich, das schwierig ist mit halt der Zeit. wirklich. Ja, schon Ja. irgendwann hatte ich Bock drauf zu hören. Irgendwie war so meine Neugier geweckt. Manchmal ist das ja so bei so Sachen. Dann denke ich, ah, könntest du jetzt doch mal hören. Das ist natürlich auch so irgendwas. So die. Wie ging es mit Larry Brandt diesmal so? Echt? Hast du mal Ja. gehört? Ja, habe ich mal Okay. gehört. Ja. Wenn wir es nicht sehen, Ah, dann genau. das Ergebnis wird Ja. ähnlich sein. Ja, ich hätte noch eins, und Ja, dann zwar sag. Tim Staffels Wellenreiter. Das gab es auch im vergangenen Jahr zu hören und das ist immer noch im WDR-Hörspielspeicher. Also Tim Staffel erstmal ist uns ja sehr gut im Gedächtnis geblieben durch so tolle Sachen wie Levins Abschied oder das wirklich super Hörspiel Mehrwert, fand ich auch grandios, und 39 hat auch mitgeschrieben. Also wirklich tolle Sachen. Und bei Wellenreiter geht es um CB-Funker. Und zwar um den Ari, der 25 ist und Das von. kenne ich doch. Hast du gehört? Ja, aber jetzt nicht jüngst, also vielleicht damals, als es rauskam, das ist schon, von wann ist das? 2014. Ja, vielleicht habe ich es da gehört. Ja, klar, Ari mit dem Funker, der über einen CB-Funk so eine Frau kennenlernt. Ja, genau, die Mit der Funk. Lara. Ja, genau. Ja. Lana. Ja, und der Ari, der ist immer auf dem gleichen Kanal und aber die anderen CB-Funker wollen sich nicht so wirklich mit ihm unterhalten, also ist er da meistens alleine und hört nur in den Äther, bis sich Lana meldet und sein Leben so ein bisschen durcheinander bringt. Und ja, die beiden unterhalten sich und es geht um das Leben der beiden, wobei man sich eben nie sicher sein kann, ob das jetzt richtig ist, was sie erzählen oder eben nicht. Was die ganze Spannung auch an diesem Stück im Endeffekt ausmacht, weil man ja, im Endeffekt bis zum Schluss nicht wirklich sich sicher ist, wie denn das wirkliche Leben der beiden jetzt aussieht, ob sie gegenüber wohnen oder nicht. Das ist eben das Spannende, womit das ganze Hörspiel im Endeffekt spielt. Und das fand ich tatsächlich ganz nett. Ist ein bisschen sch schwer verständlich dadurch natürlich auch, ist natürlich auch gewollt, weil man eben das alles von sich aus selber einsortieren muss, die Aussagen der beiden. Aber ist fand ich toll, geschauspielert Max Mauff in der Hauptrolle. Und das kann man sich gerne gönnen. Fand ich ein schönes Hörspiel, auch wenn es, wie gesagt, vielleicht nicht an jeden geht, weil man eben nicht klipp und klar gesagt kriegt, um was es denn jetzt geht eigentlich. Ja, Jo. ich hab's nicht mehr im Ohr, aber werde ich vielleicht nochmal nachholen. Ja, dann sind wir über eine Produktion aufmerksam gemacht worden. Der geneigte Orcast-Hörer wird den Punkt noch feststellen im Laufe dieses Orcasts. Und zwar gibt es im Verlag Lilienfeld eine Anthologie mit Hörspielen unter dem Titel Bilanz. Bilanz ist auch der Titel eines Hörspiels von Heinrich Böll, was in dieser Anthologie mit drauf ist. Und zwar wurde diese Sammlung geschaffen anlässlich des 70. Geburtstags von Nordrhein-Westfalen und dem 60. Geburtstag des WDR. Man hat versucht,
einen Querschnitt zu bilden aus Hörspielen aus 60 Jahren WDR-Produktion, aus den verschiedenen Spielarten des Hörspiels, vom literarischen Hörspiel bis zum dokumentarischen Hörspiel und so weiter. Also alles, was es so an Spielarten gibt, versucht man abzubilden in dieser Anthologie, auch die verschiedenen Jahrzehnte. Also es geht von den Ende 50er Jahre los bis zu den neueren Produktionen. Die letzte, die drauf ist, ist der Aufzug, was wir ja hier auch schon vorgestellt haben von Mariana Lecky. Ansonsten sind große und berühmte Autoren an Bord, also zum Beispiel Heinrich Böll ist dabei, der vielen was sagt, Dieter Kühn ist zu hören, Dieter Wellershoff, Gerhard Rühm, Maurizio Kagel, Jürgen Becker, Walter Filz. Also es ist ein ganz bunter Strauß an Hörspielproduktionen mit ganz verschiedenen Ausrichtungen. Das werden wir euch bestimmt noch im nächsten Orcast vorstellen, aber wir wollen es schon mal erwähnen, weil das Ganze auch super aufgemacht ist. Also man bekommt beim Verlag Lilienfeld eine Art Buch, also das ist so knapp 4 cm dick, enthält ein 65-seitiges Booklet. Diese 10 CDs sind auf so einem Klappfolder, also wenn man den ausklappt, ist der mehr als 2,5 Meter lang, was wenig Sinn macht, aber schön aussieht. Und das Ding ist einfach super. Also das ist wirklich eine sehr schöne Präsentation, eine sehr schöne Zusammenstellung. Und inhaltlich werden wir da nochmal drauf zukommen. Aber es sei euch jetzt schon mal ans Herz gelegt. Also wer optisch gern was Schickes im Regal stehen hat, das ist garantiert nicht verkehrt. Ich freue mich jetzt schon aufs U-Boot-Spiel. Ja. Ja, dann haben wir einen Gastbeitrag mal wieder. Und zwar von unserem lieben Dragan, der Ilea Eluanda gehört hat. Die kamen ja im Dezember. Wann kamen sie? November. November, noch ein bisschen früher. Raus ist ja die Serie quasi neu gestartet bei der R&B Company. Und wir werden mal hören, was er zu den ersten drei Folgen zu sagen hat. Hallo liebe Orcast-Hörer, der Dragan ist hier. Wie ihr noch wisst, haben wir uns ja zuletzt in der Folge 60 des Orcasts gehört, wo es um das Jubiläum ging. Genau, und jetzt hören wir uns wieder, jetzt in der aktuellen Folge. Ich habe für euch gleich jetzt drei Hörspiele. Genau, aller guten Dinge sind drei. Genau, und da sage ich auch wirklich aller guten Dinge. Und zwar gab es ja dieses Jahr, ich meine, es war im Juli oder so, hat die Russell & Brandon Company auf ihrer Facebook-Seite ein Bild gepostet mit einem, ich weiß nicht, was drauf zu sehen ist, aber auf jeden Fall war da ein Bild und da stand irgendwas von Neuankündigung und da durften die Fans dann rätseln, welche Neuankündigung es denn war. Und es wurde dann letztendlich Ilea Eluanda. Genau, die berühmte Kinderserie von Kiddings gab es ja damals. Das waren 26 Folgen. Da gibt es jetzt drei neue Folgen. Und zwar haben jetzt die R&B Company und Zauberstern Records gemeinsam mit Elfie Donnelly beschlossen, dass die Serie neu aufgelegt werden soll. Mit neuen sowohl, also es werden sowohl die alten Classic-Folgen aus der Kiddings-Serie erscheinen, die 26, also von den 26 Folgen. Also neu klanglich umgesetzt, auch mit neuen Sprechern teilweise. Da werden dann die alten Folgen neu aufgelegt quasi und es werden auch neue Folgen kommen. Das dazu, also alte und neue Folgen wird es geben. Und ja, was kann man sagen? Das wird wahrscheinlich sehr großartig. Also die ersten drei Folgen gab es ja jetzt schon am, ich glaube, November kamen sie raus, genau. Folge 1, das Labyrinth der blauen Eulen, Folge 2, der Elefantengott und Folge 3, Zeshi, die Weihnachtseule. Was kann man zum Inhalt sagen? Erstmal, es geht darum, dass Ilea Eluanda, also eigentlich Ilea Mischnick, ich erzähle jetzt mal für alle, vielleicht gibt es ja auch einige unter euch, die die Serie noch gar nicht kennen und dadurch gar nicht wissen, um was es geht. Bei einem Autounfall verliert sie ihre Eltern und sitzt danach im Rollstuhl, kann also nicht mehr laufen, leider. Es war dann so, dass sie dann sich erstmal daran gewöhnen muss, ne, an den neue Situationen, erstmal gar nicht so damit zurechtkommt und dann aber mit einer Freundin, der ich glaub, Tessa hieß sie, genau, dann ein Labyrinth, also eigentlich wollten sie nur ihre Tante, die nach dem Tod von Elias Eltern sich um ihre Nichte Elia also kümmert, Tante Lissy, sie versorgt sie quasi, die Elia, und da wollten sie nur, also Elia und Tessa, also es gibt da noch zur Erklärung, die Elia Mischnick hat von ihren Eltern eine Buchhandlung geerbt, und zwar die vierte Welt. Und da sind sie dann halt, und dann, es gibt da noch einen Direktor von der Schule, in der Elia jetzt ist. Sie ist 13 Jahre alt, also Elia. Der Quirin Bartels, der möchte halt ein Buch finden, meine ich. Da geht es um irgendwelche Wissenschaften. Und da sucht er dann in der vierten Welt, also in der Buchhandlung.
Und dann kommen Elea und Biggie schleichen dem nach und wollen das Geheimnis damit gründen. Dann löst Elea aber ungewollt einen Kontakt aus. Und da werden sie dann quasi in einen Geheimgang geschleudert. Die unterirdischen Höhlen von Altenberg. Und da finden sie dann schlussendlich ein Labyrinth und eine Höhle mit jede Menge Steineulen. Diese Steineulen, ja, da erscheinen dann Elea im... Da ist ein Nebel, der zieht dann da auf. Und Elea erscheinen in diesem Nebel ihre toten Eltern und geben ihr eine Steineule. Und die soll Elea trösten, wenn sie traurig ist. Ja, es ist dann so, dass... Was da jetzt passiert, will ich jetzt nicht weiter verraten, sonst... ich habe jetzt schon fast die ganze Folge erzählt. Es passiert auf jeden Fall noch was mit der Steineule. Das sollt ihr aber selber hören. Und da will ich jetzt nicht mehr zu verraten. Ja, jetzt kommen wir mal zu Folge 2. Der Elefantengott. Elea ist mittlerweile wieder in der Schule. Sie trifft dann auf einen neuen Mitschüler. Ihren besten Freund in der späteren Serie, kann man sagen. Genau, glaube ich. Den Ravi Rajagopala. Ein Inder, der neu in die Schule gekommen oder an die Schule gekommen ist. Und dort geht es dann darum, dass die Eltern von Ravi ein indisches Lokal haben. Und das soll jetzt Neueröffnung haben in den nächsten Wochen. Aber sie haben eine... Elefantengott, also eine Statue, quasi den, ja, eine Art Glücksbringer der Familie. Ja, dieser Elefantengott wird dann gestohlen, quasi. Und Elea und Ravi müssen ihn wiederfinden. Genau, und das ist auch sehr spannend. Ich will jetzt nicht mehr verraten, sonst habt ihr die Folge nachher, braucht ihr die gar nicht mehr hören. Dann habe ich die ganze Geschichte erzählt. Das ist ja auch blöd. Nee, und dann gab es noch Elea, Ewanda, Zeschi, die Weihnachtseule. Folge 3. Wie viel kann man jetzt verraten? Weil ihr wisst ja jetzt nicht, wer Ezechiel ist. Ich will da jetzt nicht die Spannung verderben. Also, viele kennen auch von euch die Serie, also glaube ich. Ezechiel ist quasi eine arambolische Tröstereule, die Elea von ihren Eltern einst geschenkt bekommen hat. Es ist halt so, dass Elea und Tante Lissi, Eleas Tante, ist in der Weihnachtsfolge weggefahren. Sie ist in einem Weihnachtsverein tätig, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist dann weggefahren und kümmert sich, dass all die Kinder Geschenke bekommen. Aber das Dumme ist, dann wird Altenberg von einem Schneesturm überrascht. Ja, dann ist es halt so, dass Elea, Direktor Quirin Bartels, Zeschi, Ravi und Opi Kopi, den habe ich ganz vergessen, das ist quasi der heißt eigentlich Otto Kopnik. Ja, quasi auch ein Freund, kann man sagen, von Elea. Und Tante Lissi. Und die sitzen halt alle in der Buchhandlung Die vierte Welt fest. Man kann also gar nicht raus, ne, wegen dem Schnee. Und da ist völliges Chaos. Und die Kinder kriegen wahrscheinlich auch keine Geschenke zu Weihnachten. Und wie macht man das jetzt alles? Ist halt alles nicht einfach. Und dann, es gibt halt dann doch ein Wunder. Und die Kinder bekommen ihre Geschenke. Wie, möchte ich jetzt nicht verraten. Aber das war eine sehr schöne Weihnachtsfolge. Da habe ich doch sehr schön die Weihnachtsstimmung auch. Wurde gut aufgefangen. Und ja... Es war sehr schön. Also diese drei Folgen möchte ich wirklich jedem, der Elea Elwanda kennt oder auch nicht kennt, empfehlen. Das ist eine sehr schöne Serie, auch mit sehr schönen Sprechern, wie Till Hagen als neuer Erzähler. Werden wahrscheinlich die Altfans sagen, Till Hagen, okay. Aber er macht wirklich seine Sache gut. Dann haben wir neu besetzt Viktoria Sturm als Tante Lissi und Udo Schenk als Quirin Bartels. Genau, die Hauptsprecher sind geblieben. Also Elea Elwanda von Juliana Jakobait gesprochen und Tobias Müller spricht den guten Ravi. Ja, für jeden ist die Serie was. Also finde ich, groß und klein können die ruhig mal hören. Das ist eine sehr tolle Serie. Und ich würde sie euch auf jeden Fall empfehlen. Und die gibt es bei der R&B Company, beim Zauberstern Records Shop, einzeln zu kaufen oder auch im Dreierpaket, also Folge 1, 2 und 3, in einem Bundle, also in einem Paket. Oder als Mini-Abo, Folge 1 bis 6, im 6er-Abo. Kann man die auch noch kaufen. Jo, neben Larry Brent und Faith Van Helsing, die dritte Serie des Hauses R&B jetzt, wirklich sehr zu empfehlen. Ruhe, Entschuldigung, das war mein Handy. Aber wir sind ja ein Hörspiel-Podcast, von daher Atmosphäre ist immer gut. Wirklich sehr zu empfehlen, die Serie, würde ich jedem von euch empfehlen. Klein, groß, ist für jeden irgendwas so dabei. Da könnt ihr euch drauf freuen. In diesem Sinne, Freunde, sage ich einfach mal, wir hören uns das nächste Mal im nächsten Orcast vielleicht nochmal wieder. Mal sehen, in welcher Folge, aber wir hören uns dann wieder.
Und ich verabschiede mich und sage bis bald, euer Dragan. Das war Dragan. Danke dir, Dragan. Danke. Ja, dann hätten wir noch ein paar Nachträge, wie es Tradition geworden ist, Hörspielen, die im Februar rauskommen werden, die wir das letzte Mal noch nicht einsortiert hatten. Und das ist unter anderem bei Imaga wird, wir freuen uns, der 5. Teil von Fallen rauskommen, der da heißen wird Prag. Und das ist richtig, weil... Fragt sie ging. Richtig. Ja, dann hat der WDR fürs Radioprogramm noch was nachgeschossen. Und zwar sendet man anlässlich des 175. Geburtstags von Karl May. Herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite dazu. Ach, deshalb. Deshalb. Diese Häufung vielleicht. Unter Umständen. Und zwar sendet man ja auf erstmal Winnetou unter Comedy Geiern, eine Produktion des WDR aus 2000 mit den damals angesagten Comedy-Größen von Jürgen von der Lippe, Rüdiger Hoffmann, Uwe Löko, den man ja auch als Herbert Knebel kennt, Mike Krüger, Heller von Sinn, Bastian Pastewka, Dirk Bach, Frank Zander, Andreas Oberling von Till und Obel, Till ist auch, glaube ich, dabei. Ja, das Ganze gibt es beim WDR zu hören, und zwar ab dem 12. Februar läuft das im WDR 5 und wird bis zum 17. Februar abends jeweils ab 22.05 Uhr zu hören sein. Die 7 Teile sonntags, also am 12. gibt es 2 Teile und danach jede Woche, jeden Tag einen Teil. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ganze zum Nachhören oder Download angeboten wird. Dazu hat sich der WDR nicht geäußert. Ich vermute mal eher nicht, aber das Ganze gibt es ja auf CD, ist bei Random House damals erschienen und könnt ihr gerne noch bestimmt da käuflich erwerben. Ich habe gerade deine Kritik gelesen, weil ich das Ding tatsächlich bis heute noch nicht gehört habe. Ja, also ich bin kein großer Fan von Rüdiger Hoffmann. Allerdings, ich muss ihm zugute, also er reißt eigentlich dieses ganze Stück mit dem Arsch ein. Also das ist dermaßen nervig, dass es wirklich echt immer schön ist und die wirklich guten Sachen da so ein bisschen, ein bisschen platt macht. Allerdings ist die Sterbeszene von Winnetou dermaßen göttlich gut. Das Was, ist, Winnetou stirbt? Nein, habe ich nicht gesagt. Natürlich stirbt Winnetou. Winnetou stirbt immer. Das macht ja keinen Spaß. So. Das macht ja keinen Spaß. Das war übrigens auch ein Kindheitserlebnis tatsächlich. Die Europa-Variante, glaube ich, ja, wie Winnetou stirbt. Aha. Das habe ich als Kind gehört und das hat sich auch sehr, sehr festgefressen. Und ich weiß bis heute nicht, was Conny Halver da sagt. Leg er seinen Kopf in meinen Schoß. Massakept, was? Nee, was sagt er beim Phantomsee? Was ist das Wort? Ich habe keine Ahnung. Stimmt. Solche Truhen haben's massakept, genau. Genau. Und da ist es, leg er seinen Kopf in meinen Schoß, damit ich den Krapfen erkenne. Und ich weiß bis heute nicht, was das ist. Okay. Kann mir das irgendjemand sagen? Den Tapferen oder was? Ich habe immer den Krapfen gehört. Damit ich den Krapfen erkenne. Was du für Krapfen? Vielleicht ist es so. Das ist das indianische Wort für Kopf. Ja, da muss ich ja echt mal rein. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ach, ich bin ja nicht so der Winnetou-Schwarzkopf, ob ich die Europa-Variante gehört habe. Da verliert mir auch irgendwann ein Überblick. Ja, es hat ja auch 1000 Teile, das Ding. Ja. Winnetou 3, Teil 15. Ja. Ja, das ist ja der letzte Teil dann, ja. Ja, stimmt, glaube ich. Ja. Sehr witzig. Ja, dann SWR 4 gab es eine Umprogrammierung. Und zwar hat man das Hörspiel Pussymobil von Helga Bürster vorgezogen. Das sollte ursprünglich im Mai kommen. Das ist jetzt allerdings schon im Februar am 4.2. Urgesendet worden und steht auch zum Download zur Verfügung. Das dort ursprünglich vorgesehene Hörspiel wird jetzt an der anderen Stelle eben im Mai gesendet. Also man hat da gerade einmal getauscht. Aber wenn ihr jetzt noch was downloaden wollt, das Pussymobil von Helga Bürster steht euch auch zur Verfügung. Dann gibt es wie jeden Monat den Klassiker der SRF Musikwelle und wir wissen jetzt, was es ist, nämlich Ruf Werde von Jakob Stäbler ist der aktuelle DRS-Produktion aus 1961. Ja, dann ganz frisch erschienen, und zwar am 9. Februar, ist das Hörspiel Takimo, Folge 29, Elementare. Auch das wussten wir bis vor wenigen Tagen noch nicht, dass das kommt. Die kündigen ja auch so relativ kurzfristig an, so 14 Tage maximal vorher. Und da war unser Orast schon leider im Kasten. Ist nicht schlimm, wird definitiv nachgeholt. Ich freue mich schon drauf. Ja, und nochmal... Nordwestradio gibt es ein Hörspiel, also das wir als Ursendung angekündigt hatten, aber es gibt es auch zum Download. Tun Abschieden sollten von Rudolf Kollhoff, die Neuproduktion von Radio Bremen und NDR, die erstmals Ende Januar gesendet wurde, ist am 1. Februar auch zum Download im Podcasting der Deutsche Hörspiel erschienen. Und den Abschluss macht eine neue Zukunftschronik. Und zwar ist das dann eben, wie gesagt, von der zweiten Staffel die erste Folge.
Und die heißt die Axolotl-Formel, wird beim Hörspielprojekt erscheinen, ist von der Hörspielwerkstatt Bad Hersfeld. Habe ich gehört mittlerweile schon. Also, Wir haben es erzähl. ja früh genug bekommen. Es geht um den Axolotl. Axolotl ist ja ein Schwanzlurch, der abgetrennte Gliedmaßen quasi selbstständig ersetzen kann, die nachwachsen. Und das bietet natürlich in die Zukunft betrachtet natürlich Stoff für Spekulation, ob selbiges bei den Menschen vielleicht irgendwann mal möglich sein wird. Und dem scheint tatsächlich so zu sein, denn eine Frau Dr. Nyström hat ein Verfahren entwickelt, mit dem das möglich ist. Und drei Typen wollen sie im Endeffekt bloßstellen und wollen quasi vor Öffentlichmachung der Formel diese Formel ins Netz stellen. Und dazu müssen sie natürlich in der Forschungseinrichtung einbrechen und das ganze Film und ja, Beweismaterial sicherstellen. Das geht, wie man es sich wahrscheinlich schon denken kann, nicht so ganz gerade, sondern eher so schief. Und die drei landen ganz unten in der Forschungseinrichtung im Labor und sehen dort eben ja die diversen Monstrositäten, die man da erwartet dann auch. Also Ziegen mit 15 Beinen, was weiß ich was. Dann wird ein Sicherheitsbeamter auf sie aufmerksam und dann geht der Spaß los. Ja, und dort geht es dann auch zur Sache. Und ja, das Hörspiel wartet dann noch mit ein, zwei schönen Twists auf, die ganz nett sind. So insgesamt hat mich dann doch so einiges gestört, muss ich sagen. Also mir ging das ein bisschen auf den Zeiger, diese jugendliche Coolness der drei Hauptdarsteller, die das Ganze halt eher so als Spiel sehen und dann sich halt auch so verhalten. Das geht mir immer ein bisschen auf die Nerven, ganz ehrlich gesagt. Das wirkt immer ein bisschen aufgesetzt und das ist halt schwierig, so Jugendsprache irgendwie zu finden. Und da ist halt Horst Kurt zum Beispiel dabei. Horst Kurt hat ja auch schon ein paar Jahre jetzt auf dem Buckel. Das klingt. Ich meine, Horst Kurt klingt immer noch jung, tatsächlich, finde ich. Ja, Aber ja, Christian Rode so. auch. Nein. Nee, die sind ja auch, sind ja bei weitem nicht ein Jahrgang. Nicht wirklich. Horst Ja. Kurt ist mit dem älteren Bruder von Christian Rode nicht lassen. Nein. Ja, so ist das schon ganz nett. Ich möchte auch gar nicht groß dran rummäkeln. Da wird man wieder mal eine halbe Stunde wirklich gut unterhalten. Wie gesagt, mit den Twists dann noch dazu. So ein paar Sachen sind halt immens übertrieben, finde ich. Ich sage nur Affe. Das ist schon übertrieben. Ich meine, das steuert dann auf das Ende zu und muss dann im Endeffekt auch so passieren. Aber es ist, ja, man muss schon ein paar Augen zudrücken. Aber, also wie gesagt, ich möchte nicht groß daran rummäkeln, weil man wirklich eine halbe Stunde gut unterhalten wird. Mit so ein paar Abstrichen diesmal. Na gut. Ja, höret selbst. Ich werde auch noch reinhören. Ja, das war's mit den Resten, ne? Oder? Ja, Ja, genau, stimmt. und dem Vorausblick auf das, was wir vergessen haben. Genau. Jetzt Ja, dann kommt kommen sie, die die Gedönskategorien. große Gedönskategorie. Genau.